Moin Leute, heute geht's wieder darum, ob ihr Sam solltet nicht, weil morgen bekommen wir Gamer Jin und Roxy und wir bekommen ein Step Up und Step Up sind für Diamanten das beste Value. Aber wie es aussieht, bekommen wir ein Doppel-Step Up mit Jin und Roxy. In JP war es so, die waren sie getrennt. Also es das heißt dann für uns, wenn wir jetzt 52 Diamanten ausgeben und davor keinen von den beiden bekommen, kriegen wir Roxy oder Jin. Wie gesagt, wenn man da 52 Diamanten ausgibt und dann kommt Roxy, müsste man nochmal 52 Diamanten ausgeben, also insgesamt 500, um Jin zu bekommen. Und für 500 Diamanten ist der Banner, nee. Weil, ich weiß nicht, kann sein, dass wir sogar nächste Woche schon Gottes Liz bekommen. Und sie, für sie sollte man auf jeden Fall saven, sie ist wirklich Gott hier. Und wir gucken mal, was wir noch eigentlich hier bekommen morgen. Pumpkin Coins, aha. Oh, bekommen wir Ausrüstung. Schön. Was haben wir noch so? Oh, wir bekommen 7 SSR Evolution Pendels. Also diese Anhänger, die sind gut. Ich brauche davon, man bekommt davon viel zu wenig. Und wir bekommen Halloween Nightmare Set 2. Und ich sag nur Merlin. Ich hole mir auf jeden Fall Merlin. Demon Merlin. Dann kommen wir einen neuen Nighthood Boss. Gellick. Und wie es aussieht, ist jetzt Blue Zeldris. Ein paar 2 Tickets und in den Raised War Tickets drin. Und wir können die beiden engraven, Roxy und Jin. Und engraven sind die nicht gut. Also das ist Verschwendung. Man sollte die nicht engraven. Und halt die anderen alten Sachen N. Und wir gucken jetzt erstmal Roxy und Jin genauer an. Fangen wir mal an mit Queen of Explosions, Roxy. Und wer der Name schon sagt, macht sie sehr viel mit Explosionen. Ihre Passivfähigkeit, wenn eine Explosion Damage macht, bekommt sie 30% Leben wieder zurück. Und füllt ein Ultima Orb um 1. Ist eine schlechte Passivfähigkeit. Ihre erste Karte macht 100% Damage zu allen Gegnern. Und macht einen Debuff Explosion. Also macht er nochmal 100% Damage. After 2 Runden, also nach 2 Runden. Rang 2, 150 Damage. Explosion nach einer Runde. Rang 3, 200% Damage. Explosion nach einer Runde. Die Karte macht leider nicht so viel Damage. Wie man sieht, sie ist eigentlich überhaupt nicht gut. Also für sie auf jeden Fall sollte ich auf jeden Fall nichts haben. Aber ich lese trotzdem alle Karten, also alles vor. Ihre zweite Karte, removes Buffs vom einen Gegner. Das wäre besser, wenn es alle Gegner machen würde. Dann wäre es schon besser, die Karte. 22% Damage, Rang 1, Rang 2, 300% Damage und removes Buffs, Rang 3. Cancel Buffs und Stances. Und Stances sollte eigentlich auch schon Rang 1 sein, dann wäre die auch noch besser. Entweder alle oder Stances auf Rang 1 gleich. Und macht 400% Damage zu allen Gegnern. Ist ganz okay. Ultimate, 700% Damage ein Gegner und füllt ihre Ultimate Orb um 2. Ja, okay. Und wenn ihr sieht, Unit Rating, sie ist einfach nirgendwo gut. Das Einzige, ein bisschen okay, ist ihre Passivigkeit, sonst wirklich nirgendwo. Also sie ist schlechter Unit. Sehr, sehr schlecht. Eigentlich nur Waifu-Material. Weil sie sieht schon gut aus, muss man sagen. Aber ihre Skills sind schlecht. Gucken wir uns jetzt bei Gamer Jin an, seine Passivigkeit. Erhöht Attack Ready Stats um 8%, wenn er angreift. Und das sind einfach Attack, Pierce Rate, Crit Chance und Crit Damage. Und wenn er einen Buff bekommt von den dreien, also er mit Blue Easton, weil Blue Easton bufft alles, entfernt er dann zum Schluss die Buffs. Und alle Karten bekommen Rank Up. Eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute Passivfähigkeit. Seine erste Karte, inflict V-Point Damage 80% zu allen Gegnern. Also V-Point halt, wenn der Gegner einen Debuff hat, macht er dreifachen Schaden. Rang 2 sind 110 allen Gegnern und Rang 3 sind 170 allen Gegnern. Ist ganz gut. Seine zweite Karte, Rang 1, 250 Damage zu allen Gegnern. Wenn man schon liest, er macht eigentlich immer zu allen Gegnern Schaden. Decreased Ultimate Moves Damage bei 20% für Ultimate für einen Turn. Also vom Gegner macht dann 20% weniger Schaden.
ist ganz okay, wenn man die Ultimate nicht entfernen kann und wenigstens ein bisschen Protection braucht. Weil auf Rang 3 macht schon 30% für 2 Runden und auf Rang 3 der Schaden bleibt zwar immer der gleiche, aber auf Rang 3 sind schon 50% weniger Schaden von Ultimate vom Gegner. Ist eigentlich ganz gut, wenn man sie nicht entfernen kann. Seine Ultimate inflict Shatter Damage zu 24% Damage zu allen Gegnern. Shatter Damage, Ignored Resistance, ganz okay. Nicht so der Burner. Auf jeden Fall ist seine erste Karte ist mit am besten. Und seine zweite Karte ist ganz okay, wenn man Ultimate Orbs nicht entfernen kann vom Gegner. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen Schluck auf. Oh. Und wie man hier sieht, bei Unit Rating ist er eigentlich mit einer der besten PvE-Farmer, die es zurzeit gibt. Also er und Dio Meliodas und man kann farmen die ganze Nacht. Super schnell. Und er ist einfach, weil wir sagen, vom Unit her ein besserer Hauser. Also wenn man jetzt ihn, also er ist gut mit Lilia, Dio Meliodas und als Jhin ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Team. Und jetzt sollte man Zamora nicht. Bist du Free-to-Play-Spieler? Würde ich sagen, nein. Weil wir müssten in vielleicht 2 Wochen, vielleicht sogar nächste Woche, Gordes List bekommen. Und ich habe hier ein Video mit Top 6 Helden damit dabei. Und sie ist wirklich nach Lost Family das der Broken Unit für Global. Seid ihr welche für die 52 Diamanten, also für ein Step-Up 52 Diamanten, nicht wehtun? Ja, weil Jhin ist wirklich gut. Roxy könnt ihr vergessen, ist nur Waifu-Material. Und wenn ihr noch Lilia braucht, Easter oder Valenti, ja. Halt von wirklich von den Units, die gerade auf dem Bild sind, ist Lilia eigentlich mit die beste, weil sie ist wirklich Key-Units für PSY-Teams. Ohne sie gibt es kein PSY-Team und selbst in JP gibt es doch keinen Unit, der sie ersetzt. Also habt ihr sie nicht oder wollt ihr PSY-Team verstärken? Würde ich sagen, ja. Sonst, nee. So Leute, dann würde ich mal sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.